Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus und der Variante Omikron erlässt Frankreich neue Beschränkungen für Einreisende. Ungeimpfte aus der EU müssen einen maximal 24 Stunden alten PCR-Test vorweisen. Für Reisende aus Ländern außerhalb der Europäischen Union haben wir beschlossen, einen obligatorischen maximal 48 Stunden alten Negativtest einzuführen, unabhängig davon, ob diese Reisenden geimpft sind oder nicht. En France, que ces voyageurs soient vaccinés ou non. Zu Lande, zu Wasser und in der Luft hat Portugal an diesem Mittwoch seine Grenzkontrollen verschärft. Alle Einreisenden, auch Geimpfte und Genesene, müssen unabhängig von ihrer Herkunft einen negativen Corona-Test präsentieren. In allen Innenbereichen herrscht wieder Maskenpflicht. In Bars, Hotels, Restaurants und den meisten Freizeiteinrichtungen gilt die 3G-Regel. Die Weltgesundheitsorganisation geht davon aus, schon bald genauere Erkenntnisse über die rasche Verbreitung der Omikron-Varianten vorlegen zu können. Innerhalb von Tagen, nicht unbedingt Wochen, aber innerhalb von Tagen dürften wir mehr Informationen über die Übertragung haben. Was den Schweregrad betrifft, so haben wir Berichte über Fälle mit Omikron vorliegen, die von einer leichten Erkrankung bis hin zu einer schweren Erkrankung reichen. Die Slowakei hat die erste Hälfte ihres rigorosen zweiwöchigen Lockdowns hinter sich gebracht. Gastronomie und Einzelhandel sind geschlossen. Ausnahmen gibt es nur für die Grundversorgung mit Lebensmitteln und anderen unentbehrlichen Gütern. Wieder geöffnet haben sich die Fidschi-Inseln. Trotz Omikron-Varianten durften erstmals seit über 600 Tagen wieder Touristinnen und Touristen einreisen.